Abfahrt von Winterbach nach Laubenbach. Serpentine nach Laubenbach. Auffahrt nach Buchenstuben. Waldweg Buchberg. Thank you.
Nicht schon in der ersten Kurve abzweigen? Sondern etwas später spitz rechts einbiegen. Und dann links den Waldweg Richtung Turmkogel hinaufnehmen. Berghaus Turmkogel, im Winter geöffnet. Abzweigung in Waldweg vom Turmkogel. Weg, Scheithäusl. Abfahrt nach Reit. Bach, der nach Obergösing fließt. Abzweigung zum Annakreuz und Saugrabenweg. Abzweigung Saugrabenweg.
Furt im Saugraben. In Reit zwischen den dicken Baumstrücken durch und gerade auf Feldweg. Blick zurück, in Fahrtrichtung links abbiegen. Für Abkürzung zum Teich. Fahrt zur Schleife Langseitenrotte. Teich nach Joachimsberg. Querung des Joachimsbergwegs. Anna Rotte und Ulrichsberg. Zur Straße hinauf und dann rechts bis Sägemühle. Blick zurück, Gasthof Sägemühle. Abzweigung Anna Rotte vor Schmelz.
Die wunderschöne Klamm entlang des Lassingbachs. Abzweigung beim Ulrichsberg in die Walster und zum Hubertussee. Der Hubertussee. Die Hubertuskapelle. Die Bruder-Klaus-Kirche.
Die rechte Straße entlang des Seeteils ins Fadental. Fährt man die Runde ins Fadental gegen den Uhrzeigersinn, muss man ein paar Serpentinen bergauf nehmen. Die traumhafte Abfahrt entlang der Schwarzen Walster. Rechts ging es nach Mitterbach und Erlaufklause, wir fahren aber links ins Halltal und nach Mariazell. Fahrt ins Halltal.
Luca des Kreuz am Kreuzberg. Vor Mariazell biegen wir links ab, um an einen Teich vorbeizufahren. Wir queren die Hauptstraße nach Mariazell. Mariazell mit der Basilika. Auf der Rückfahrt mit der Mariazeller Bahn fahren wir auch die schöne Schleife bei Wienerbruck. Ja, habe ich auch.